Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistung. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hole mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in 5. Hey, Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis was zu essen bringen? Er bewacht die Umgebung. Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Sie haben Tausende von... Guten Morgen, Soldat. Guten Morgen. Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich hab gehört, ihr greift sie heute an? Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Erstes Platoon, wir rücken aus. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Welche Art von Widerstand erwartet uns? Die schwere Art. Die Brücke wechselt schon den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Da ist er! Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten.
sagst? Leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Alle Mann zu mir! Was für eine schöne Vorstellung. Max, wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Huber, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platziert. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 493 an. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier ansehe, wird das nicht leicht. Wir sind doch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. Komm durch den Nebel! Verteidigungsposition! Feuerpositionen! Bereit machen zum Angriff! Sie kommen! Bereit machen! Angriff! Feuer! Bewegungen. Sie kommen! Feuer! Ziel auf 6 Uhr! Feuer! 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 Munition, Private! Sie kommen! Rückzugsposition! Westliches Brückenende! Rückzug! Bewegungen. Sie kommen! Thank you.
Daniels, ich habe auch einen Granaten, wenn du bereit bist. Hier rüber! Wirf mal rüber! Sie sollten reichen! Platoon, zu mir! Wir kommen, Sir! Alle Mann zu mir! Wo sind Sie, Sergeant? Gehen wir! Bei mir sammeln! Was stimmt denn nicht mit Ihnen? Keine Feinde zu sehen! Daniels, ich habe Munition! Sammeln! Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Verbandkasten, Daniels. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur den Fluss von... Unten bleiben. Müssen Sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir Ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Patrouille voraus. Feuer! Erstes Platoon, vorrücken! Er ist erledigt! Deutsche voraus! Ein Deutscher! Hab ihn erwischt! Er verlässt die Deckung! Feuer eröffnet! Hab ihn erwischt! Er ist tot! Sie kommen auf die Deckung! Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Hall? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Paul. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs. Gott. Ich muss den Sammelpunkt finden.
Schütze! Waren das alle von ihnen? Bewegung! Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Unsere Jungs können Hilfe gebrauchen. Verstanden, Sir. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben Sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Scharfschütze! Wir müssen ihn rauslocken. Unten bleiben. Mir nach! Kopf runter! Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Durchhalten! Wir schnappen ihn uns! Wir müssen uns beeilen! Festhalten! Versuchen wir, ihn von hier aus zu überraschen! Senke sein Feuer auf mich! Sie halte durch, Kumpel! Hier bist du sicher! Private. Wir holen uns den Scharfschützen! Ich könnte Munition gebrauchen, Achtung, Sir! Daniels!
nicht allein! Gute Arbeit, Daniels. Rücken aus, zu mir. Bewegung. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Hoffentlich haben unsere Jungs ihn heil erreicht. Du hast mein Leben gerettet. Danke dafür. Unsere Jungs müssen in der Nähe sein. Bewegung! Verstanden, Sir. Alles gut? Wir rücken im Süden vor. Danke. Alles gut. Mehr Munition, Daniel. Komm aus dem Aufstand. Sperrgewehr. Erster Stock. Lade nach. Bin leer geschossen. Lade nach. Voll in die Rübe. Thank you.
Das war der letzte von ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Nicht noch an der Brücke. Scharfschütze! Im Nordosten! Er verlässt die Deckung! Feuer eröffnet! Sie haben irgendwas vor! Sie kommen von Nordwesten! Einer bricht aus der Deckung! Kontakt, 12 Uhr! Sie gehen aus der Deckung! Deutsche! Er verlässt die Deckung! Feuer eröffnen! Voll in die Rübe! Wir haben sie zurückgeschlagen. Sammelpunkt vor. Stiles, Daniels, zu mir. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Stiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn es dich interessiert? Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer.